Dieser Raum ist ein Sinnbild für unsere Familie im Moment. Mein Mann und ich jonglieren Arbeit, Kinderbetreuung und Haushalt und jeder hofft auf einmal nicht zu viele Bälle in der Hand zu halten. Ich gebe zu, es ist herausfordernd, wenn Schulen, Kindergärten und Tagesmütter nicht verfügbar sind. Wenn der eingespielte Ablauf einer Familie durcheinander gewirbelt wird. Für mich ist die größte Herausforderung im Moment, jeden Tag aus Gottes Hand zu nehmen. Mir die Kraft abzuholen für den Tag, von dem ich nicht weiß, wie er werden wird. Hat das Kind gute Laune? Kommt ein dringender Anruf von der Arbeit rein, den ich unbedingt beantworten muss? Habe ich selbst genug Kraftreserven, um entspannt durch diesen Tag zu kommen? Mein Mann und ich haben mittlerweile unseren neuen Alltag halbwegs organisiert. Jeder weiß, wann er arbeiten darf und wann er mit der Kinderbetreuung dran ist. Und so langsam kann ich die extra Zeit, die ich mit meiner Tochter habe, auch wirklich genießen. Aber eben nur, weil es klare Absprachen in der Familie gibt. Ich denke an diesen Tagen oft an alleinerziehende Elternteile. Wie machen Sie das nur, wenn Sie wirklich gar keine Pause im Alltag haben? Oder Familien mit mehreren Kindern, die alle so verschiedene Bedürfnisse haben? Wie machen das Eltern, die sich nicht gut absprechen und Aufgaben aufteilen können? Ich habe gelernt, mit Tipps für andere zurückhaltend zu sein. Jede Familie muss ihren eigenen Weg finden. Was ich wohl tun kann, ist zu fragen, braucht ihr etwas? Wollen wir uns mal austauschen, was eure Überlebenstipps im Alltag sind? Darf ich für dich beten? Aus diesem echten und ehrlichen Austausch kann das sichere Gefühl erwachsen, du bist nicht allein.